Hallo und willkommen hier am schönen Walensee in der Schweiz. Wir waren hier unterwegs am Flumserberg und sind dort die 7-Gipfeltour gewandert. Mit dieser wunderschönen Aussicht sind wir am frühen Morgen hier in Oberterzen am Campingplatz gestartet. Vom Campingplatz aus waren es dann nur ein paar Gehminuten bis zur Talstation der Seilbahn in Oberterzen. Mit dieser sind wir dann hinaufgefahren bis nach Tannenboden. Von Tannenboden aus ging es dann mit der Flumser Bergbahn hinauf bis zum Panorama-Restaurant Maschkenkamm. Dieses liegt auf 2020 Meter Höhe und bietet einen ersten gigantischen Rundumblick. Von hier aus machten wir uns dann auf den Weg der 7-Gipfeltour, die mit ca. 16 Kilometern angegeben ist. Nach kurzer Zeit hatten wir dann auch schon den ersten von 7 Gipfeln erreicht, und zwar den Zieger auf 2074 Meter Höhe. Ähnlich wie bei der Gratwanderung in Stoß hatten wir auch hier immer wieder eine super Aussicht. Vom Zieger aus ging es dann zunächst einmal einige Meter bergab, bevor wir dann zum Aufstieg zum nächsten Gipfel kamen, und zwar dem Leist. Dieser Aufstieg zum Leist war alles andere als einfach und verlangte uns schon einiges ab. Hier ein Blick zurück zum Zieger und die dahinterliegende Bergstation, von der aus wir gestartet sind. Dann waren es nur noch ein paar Meter und wir waren oben auf dem Leist. Dieser liegt auf 2222 Meter Höhe. Vom Leist aus hatten wir dann auch den höchsten Berg der Tour im Blick, und zwar den Gulmen. Bevor wir zum nächsten Gipfel kamen, hieß es aber wieder, erst einmal ein paar Meter bergab gehen. Immer wieder blieben wir kurz stehen, um diese wunderschöne Landschaft zu genießen. Auch blickten wir immer wieder mal zurück, wie zum Beispiel hier auf dem Leist, auf dem wir eben noch gestanden sind. Dann machten wir uns auf den kurzen, aber knackigen Aufstieg zu Gipfel Nummer 3. Dieser liegt auf 2242 Meter. Nun ging es auf den höchsten Berg der Tour, den Gulmen. Mittlerweile hatte es sich etwas zugezogen und wir hatten die Befürchtung, dass wir vielleicht nicht ganz trocken oben auf dem Gulmen ankommen werden. Die letzten paar Meter auf den Gulmen ging es sehr steil über schmale Pfade berghoch. Dann waren wir endlich oben, auf 2317 Meter Höhe.
Von hier oben aus genossen wir die Aussicht auf die Schweizer Berge. Oben vom Gulmen aus sahen wir dann, wohin der weitere Weg führt. Und so machten wir uns auf den Abstieg, um dann dem weiteren Weg zu folgen. Vom Gulmen runtergekommen, ging der Weg dann etwas leichter voran. Dann kamen wir praktisch an den Wendepunkt der Tour und ab hier ging es links unterhalb des Gulmen durch dieses Tal wieder zurück. Regen haben wir bis hierhin zwar keinen abbekommen, dennoch hörten wir in der Ferne ein leichtes Donnern, was uns doch ein klein wenig beunruhigt hat. Da wir echt wenig Lust hatten, hier in ein Berggewitter zu geraten, legten wir einen Zahn zu, um doch relativ schnell wieder Richtung Tal zu kommen. Zu unserer Überraschung kam uns hier sogar ein Einheimischer auf dem Motorrad entgegen. Vier Gipfel hatten wir bis jetzt erreicht und das war der Weg, der uns dann zum fünften Gipfel führte. Ab hier hatten wir dann zum ersten Mal auch wieder den Walensee im Blick. Durch eine solche Gegend liefen wir dann eine ganze Zeit lang und hatten das Gefühl, nicht wirklich vorwärts zu kommen. Der hohe Felsen hier links im Bild war unser nächstes Ziel. Nächster Punkt war die kleine Hütte hier unten im Tal. Von dieser aus führt der Weg dann links an dem großen Berg vorbei. Immer noch das Wetter im Blick, ließen wir diese Hütte links liegen und machten uns auf den weiteren Weg. Hier ging es dann wieder ein Stückchen bergauf und da wir schon einige Stunden unterwegs waren, überlegten wir, ob wir die Tour wirklich zu Ende gehen sollten. Dann verzogen sich die Wolken etwas und das Wetter wurde wieder besser. Hier vorne rechts war dann endlich auch der fünfte Gipfel der Tour zu sehen. Hier war dann zunächst einmal eine kleine Pause angesagt. Gut gelaunt machten wir uns nach dieser kurzen Pause auf den weiteren Weg. Hier war dann wieder unsere ganze Kondition gefordert, da der Weg wieder mal steiler und weiter war, als wir zunächst dachten. Um uns einen Überblick über die letzten drei Gipfel zu verschaffen, ließen wir noch einmal die Drohne steigen. Die letzten paar Meter und Gipfel Nummer 5 von 7 war geschafft. Wir waren auf dem Kanzels auf 1935 Meter. Noch einmal kurz verschnaufen und die schöne Aussicht genießen. Dann ging es auf den Berg Nummer 6. Schon etwas erschöpft kamen wir dann noch auf dem sechsten Berg an, dem Schlie Güslen, auf 1868 Metern Höhe.
dann hatten wir endlich auch den letzten Berg im Blick. Noch einmal haben wir alle unsere Kräfte mobilisiert, um auch diesen Gipfel zu schaffen. Und dann war es endlich geschafft. Mit dem Großgülsen hatten wir den 7. und letzten Berg dieser Tour geschafft. Auf 1833 Metern Höhe genossen wir noch einmal diese schöne Aussicht. Belohnt wurden wir hier oben mit einer grandiosen Aussicht über den ganzen Walensee. Ab hier ging es dann den letzten Abstieg hinunter bis nach Tannenboden. Überglücklich, diese Tour dann doch geschafft zu haben, machten wir uns auf den Weg, die letzten 3 Kilometer bis ins Tal zu laufen. Auf dem Weg ins Tal kamen wir zunächst am Heusee vorbei. Direkt hinter dem Heusee liegt der Großsee mit seinem Berghotel Sebenalb im Hintergrund. Von hier aus führt dann ein breiter Schotterweg bis hinunter nach Tannenboden. Nach 16 Kilometern, 810 Metern Aufstieg und 1250 Meter Abstieg kamen wir dann endlich in Tannenboden an. Von dort ging es dann mit der Seilbahn zurück ins Tal nach Oberterzen, wo wir uns schon auf ein kaltes Bierchen freuten. Mit ein paar schönen Erinnerungen an diese Tour möchten wir uns von euch verabschieden. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.